Hört man jetzt deine Tastatur oder nicht? Hey, gerade nicht mehr, nee. Ja, weil du nicht tippst. Nee, könntest du mal das Salz aus eurer Muschi geben und weitermachen? Nee, das geht nicht. Alright. Ich bin nicht da jetzt schon drin. Bitte sag mir, dass ich da schon drin bin. Oh Gott, was ist mein Passwort? Ja, ich habe gedämpfte Tasten extra. Gut, ah, egal. Ja. Oh, oh. Ja. Dann nicht halt immer weg. Okay. Ist einfach so. Merk dir das endlich mal. You were moved. Channel Swift. Bist du ein Spacko? Okay. Yay! Gib! Ah! Inkompetent. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich winke gerade. Das bringt total viel. Zu einer neuen Folge, wer bin ich? Mit dabei sind heute Ben und Ganesha. Und David natürlich. Und der David, ja. Hallo David. Mhm. Hallo. Und hallo Bakur, hallo. Weitere Folge, wer bin ich? Wer legt los? Ja, leg du mal los. Okay, dann leg ich mal los. Gut. Nein. Bin ich real? Bist du real? Moment, wer bist du überhaupt? Nein, du bist nicht real. Bin ich real? Hallo? Ja, was bist du nochmal? Ja, du bist real. Alles klar, ja. Bin ich männlich? Ja. Bin Ganesha der Lauf. Ganesha der Lauf? Hat einen Lauf. ja, ich hab schon zwei richtig. Boah, krasser Lauf, Alter. Bin ich denn ein Mensch? Ja. Bin ich ein Schauspieler? Nein. Okay. Ich bin nicht real. Es gibt. Ja, du bist nicht real. Man darf keine Verneinungsfragen stellen. Oh, wir hatten das aber doch nicht. Am besten. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, dass das in so einer Situation okay ist, weil wie willst du das sonst anders fragen, gescheit? Bin ich fiktiv? Ne, das wäre zu einfach. Bin ich fiktiv? Ja. Wer hätte es gedacht? Okay. Bin ich in der Musikbranche tätig? Nein. Okay. Gut, also ich bin fiktiv. Bin ich männlich? Gott, oh Gott. Habe ich was mit Bewegtbild zu tun, oder bin... Ja. Okay. Ja. Genauer gefragt, habe ich was mit Serien zu tun? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das heißt, was du da machst. Moment. Ich würde schon sagen, dass es eine Serie ist. Ich jetzt ist eine Serie. Ja? Ja, doch, ja. Eigentlich schon. Doch, ja. Bin ich Bear Grylls? Nein. Oh, scheiße. Ja, okay. Habe ich etwas mit Bewegtbild zu tun? Ja. Oder? Was, er selbst? Ja, schon. Echt jetzt?
Gott, was habt ihr euch schon wieder für mich ausgedacht, ey? Ist ja grauenvoll. Was hat er jetzt gefragt? Was? Stell die Frage nochmal, ich hab's nicht. Hab ich etwas mit Bewegtbild zu tun? Ja, doch, oder? Das ist dann, ja, wenn es David sagt. Ich glaube schon. Was meinst denn du, Ben? Ja, die Frage war ja, ob macht. Hast du gefragt, ob er etwas macht oder ob er ist? Ob er was damit zu tun hat. Ja, sag mal ja. Bin ich vor der Kamera zu sehen? Nein. Alles klar. Bestimmt der Kameramann von ARD oder so. Ganz sicher. Ja. bin ich in einer Serie? Ja. Ja. Oh Gott, ey. Bin ich in einer Zeichentrickserie? Ja. Ja. Oder sagen wir so, gibt es eine Zeichentrickserie über mich? Ja. Ja. Gibt es auch einen realistischen Filmserie über mich, so, also nicht so zeichentrickmäßig, sondern mit echten Personen, die mich auch spielen? Das. Also echte Personen, die dich spielen, würde ich jetzt verneinen, nein. Sagt David auch nein. Nicht so, dass man das kennt, aber... Sagen wir so, es gibt auch einen Film über dich. Alright. Okay, bin ich dran, oder? Ja. Ich habe was mit einer Serie zu tun. Also ich bin ja fiktiv. Das heißt, also ich komme in einer Serie vor. Ja. Als Charakter sozusagen. Mhm. Okay. Oh Gott, boah, es gibt ja so wenig Serien. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ja gut, dann müssen wir es halt eingrenzen. Ist es... Ist es... Gott? Nee, es ist nicht Gott. Ist die Serie in Amerika produziert worden? Oder von einem amerikanischen Studio, wie auch immer? Also, hast du einen Wikipedia-Artikel oben? Habe ich ja. Weil ich wüsste es nicht. Nein. Ist nicht amerikanisch. Ja, da fallen ja schon mal ziemlich viele Serien weg, muss ich sagen. So, also, ich bin also nicht vor der Kamera zu sehen. Ah, Moment. Ich habe also nichts mit Film zu... Moment. Okay, Gesundheit. Danke. Hab ich denn was mit Serien zu tun? Nein. Nein. Alles klar. Okay, also. Komme ich aus einer japanischen Serie? Nee. Okay. Kein Anime. Nee, auf das wollte ich hinaus. David? Okay. Ja, ja. Gott. Mhm. Gott. Ja. Keine Ahnung. Nee, Gott ist es noch immer nicht. Ja, genau. Bin ich eine europäische Serie? Bin ich in einer europäischen Serie? Also ist die Serie, in der ich bin? Aus Europa, ja. Ja. Okay. Oh Gott. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die aus Europa ist. Glaube ich tatsächlich schon. Ich glaube, ich wusste das sogar, aber... Alright. Ich kenne die Serie, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde mal so sagen, diesmal stehen die Wetten sehr schlecht darauf, dass du dieses Mal wieder gewinnst.
Wir wollen das ja nicht immer zu leicht für dich machen. Digi, wie liebt es, andere Menschen leiden zu sehen? Ja, mir waren die Charaktere einfach zu einfach beim letzten Mal, die David hatte. Oh. Bin ich in der englischen Serie? Also. Nö. Oh. Okay. Habe ich etwas mit Spielen zu tun? Also komme ich aus einem Computerspiel? Ach so, nein. Komme ich aus einem Spiel, so? Nein. Okay. Hä? Wolltest du denn vorher ja sagen? Was? Als ich sagen wollte, ich komme aus, ich habe etwas mit dem Spiel zu tun. Nein, da habe ich auch nein gesagt. Ah, okay. Komme ich aus einer amerikanischen Serie? Ja. Aus der amerikanischen Serie. Ja. Alles klar. Komme ich aus einer Kinderserie? Ja. Mhm. Komme ich aus... Ah, Gott, ey. Gibt's so viele Kinderserien? Mhm. Komme ich aus... Katz und Maus. Nein, hier das Kissen. Tom Elefant und Jerry. Und Maus. Nein, die Sendung mit der Maus so. nee. Okay. Du kommst nicht aus der Sendung mit der Maus. Schade. Das ist nicht eine deutsche Sendung? Die Sendung mit der Maus? Keine Ahnung. Die oder so? Keine Ahnung. Ist auch egal. Ja. Doch, ist ja deutsche Sendung. Ja, du bist dran. Mach dir lieber mal über deine eigene Serie Gedanken. Komm ich in einer deutschen Serie vor? Mhm. Oh Gott. Oh. Eine deutsche Serie. Was kenne ich für deutsche Serien? Also die kennst du auf jeden Fall. Bin ich mir zu 100% sicher. Nein, ich kenne ganz sicher. Wäre komisch, wenn er es nicht kennen wird. Echt so? Ich glaube, ich habe sogar schon mal mit ihm drüber gesprochen. Alles klar, stelle ich mir sehr interessant vor, das Gespräch. Nein, da war uns gerade ziemlich langweilig. Ah ja. Ist euch in verwirrt? Ja. gut gemacht. Kein Ding. Aber wir reden von Serie, ja, nicht von Sendung. Ja, Serie, ja. Oder? Ja? Ja doch, Serie. Also mit Episoden und so und Staffelfinale Serie. Und sowas. Ja. Steht auf Wikipedia. Genre Serie. Wobei man ihn schon als Tipp geben kann, gibt's ja das nein, pssst. Oh, okay. Erst später Tipps. Ja, genau. Wenn ich fertig bin, dann. Traue ich nie zu fragen, weil ich Angst kriege, dass ich ein Nein habe. Oh nein, hab, das ist ja auch so schlimm, das Nein. Ja, dann bin ich wieder nicht dran. eine deutsche Serie. Hä? Okay. Ich frage mal, weil... Ist es der Tatort? Bin ich im Tatort? Nein. Nö. Wäre witzig, wenn schon, aber trotzdem nicht, ne. Ja, das Schlimme ist, ihr wisst wenigstens, dass die Richtung, in den ihr gehen müsst. Ich habe ja noch nicht mal eine Ahnung, wo ich her bin. Moment, was gibt's denn noch für Bewegtbild? Film?
Spiele, Animation. Zählt Animation als Film? Ja, also kommt doch an, in welcher Art. Also in welcher Form. Also ich bin nicht vor der Kamera zu sehen. Habe ich denn was mit Filmen zu tun? Nö. Alter. Also ich hab's gesagt, ich bin comedy-mäßig unterwegs. Haben wir das? Haben wir? Ja, und ich ehrlich gesagt nicht gerade erinnern. Eigentlich nicht so richtig, dass ich von einer echten Kinderserie haben wir gesagt. Ja, genau. Tim und Struppi? Nein. Okay. Eine deutsche Serie. Kann sein, ja. Alter, was gibt's für deutsche Serien? Deine Mom ist eine deutsche Serie. Die ist jeden Tag bei RTL zu sehen. Was, die Serie? Achso, meine Mutter. Deine Mom. Problem ist, ich schaue praktisch überhaupt kein Fernsehen. Ja, ja, aber das kennst du. Ich schaue ja auch kein Fernsehen, kenne das trotzdem. Keine Ausreden, gibt's hier. Läuft die Serie noch? Natürlich. Ja, würde ich auch sagen. Das sind ja auch alle Sendungen. Serie! Also das Ding ist, der erste Satz ist auf Wikipedia, ist eine deutsche Sendung, die seit blablabla produziert wird. Aber als Genre steht Serie dort. Ich bin ja ein Charakter. Bin ich Peter Lustig? Nein. Nein. Ah, nein. Ich würde gern Peter Lustig werden. Alles klar. Dann wärst du aber jetzt schon tot. Ich rede die ganze Zeit davon, dass wir... Nee. Ja, aber die Serie gibt's ja noch. Achso, ich bin ja... Ja, ich... Ach ja, ich bin ja auch fiktiv. Ja, lol. Ja, genau. Hä? Bring mich an, Mensch. Das heißt, ihr streng dich an, ich hab keine Ahnung. Ja, streng dich an. Hey, inwiefern kann ich denn was mit bewegen? Bin ich von YouTube? Ja. Alles klar. Sehr schön. Wie machen wir das mit Abonnentenfragen? Es gibt nämlich Leute, die bei YouTubern Abonnentenfragen einschränken. Inwiefern werden die eingeschränkt? Dass man nur irgendwie ein oder zweimal nach der Abonnentenzahl fragen darf oder so. Ja gut, dann machen wir zweimal das. Alles klar. Habe ich über 1 Million Abonnenten? Nein. Okay. So, wie gehe ich jetzt am besten ran? Ich meine, es klingt zwar blöd, aber ist die Serie sehr beliebt? Also wie würde sie, ist die wirklich sehr bekannt? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Auch international. Ja. Ah, Kinderserie. Das kann so vieles sein. Ich sag, bin ich Simpsons? Nein. Okay. Okay. Eine Sendung. Also... Da klingelt's. Ja, ist meine Uhr. Ich glaube, die Uhr ringt.
Okay, die Serie wird noch ausgestrahlt, in der ich bin. Ja. Ich sollte mal... Vielleicht. Ich habe absolut keine... Ich kenne... deutsche Serien. Infektiv. Also muss es ja in der Serie sein. Ich hasse dich, Ganesha, oder wie auch immer wer das gemacht hat. Doch, das kommt schon von mir. Ja, wer es sonst gemacht haben. Wir haben schon mal drüber geredet, über die Serie, Ben? Ernsthaft? Ja, aber jetzt, das ist so lang her und auch nur ganz kurz, also das ist ziemlich irrelevante Information. Soll ich nicht verwirren. Leise. Mir fällt überhaupt keine Serie ein, wa? Das finde ich tatsächlich schön. Na gut. Kinderserie? Ist es eine Kinderserie? Okay, na gut. Schon mal. Okay. Zeichentrick? Nee. Ach, du kein Scheiße. Zeichentrick. So, meine Frage. Ich habe nämlich eine Idee. Bin ich einer von den kleinen, also die man jetzt so als kleinere YouTuber bezeichnen würde? Ja. Also was, ja, klein. Ja, aber im Gegensatz zu den ganz großen bist du schon klein, ja. Habe ich über... Schon, also damals als klein, schon als kleiner YouTuber. Ja, bin ich schon lange. Ja. Habe ich über 200.000 Abonnenten? Nein. Alles klar. Ah, wo bin ich stehen geblieben? Was gibt's denn noch für Kinderserien? Dann frage ich nächstes Mal, wenn ich dran bin, doch direkt. Ah, so, es gibt was fehlt mir noch als ein... Bin ich der rosa-rote Panther? Nee. Damn it. Ich bin eine... Nicht Zeichentrick. Bin aber eine deutsche Produktion, das heißt, Sesamstraße bin ich auch nicht. Das ist richtig. Du bist keine Sesamstraße. Ah, ich... Ist ja egal jetzt. Die habe ich noch nie geschaut. Das wüsste ich sowieso nicht. Ach, Ganesha, ich hasse dich so sehr. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ohne Spaß. Ja. Bin ich ein Kind? Also ein Junge? Hallo? Ich glaube, das hat gar kein Geschlecht, oder? Geschlecht, Junge oder Erwachsener? Moment, also wenn ich gar kein Geschlecht habe, bin ich nicht männlich, also... Nee, Moment, doch, du... Da steht irgendwas dazu, Moment. Genaueres auf Wikipedia? Nee, aber in David, was genau hast du gefragt? Ob ich ein Junge bin oder ein Kind. Ein Kind, ja, das dachte ich mir nämlich. Nein. Würde ich jedenfalls nicht sagen, weil kein Kind sieht so aus.
Aber es schaut schon kindlich aus. Es ist aber hundertprozentig kein Kind. Ja, das ist richtig, aber schon kindlich aus, das hilft dir sicher. Okay. Bin ich einer vom Kanal Multiplayer? Bitte? Ob ich einer vom Kanal Multiplayer bin? Ah, nope. Oh Mann! Nice try. Ja, da habe ich direkt dran gedacht. Da wollte ich aber erstmal noch ein bisschen drumherum fragen. Ja. Ich frage jetzt einfach wieder random irgendwas. Bin ich Tom und Jerry? Nein. Boah. Ich werde dich fuck voll falsch. Aha. Du solltest mal drum rumfragen, nicht direkt nach so Serien. Ja, aber wie willst du denn da irgendwas fragen, Dude? Das weiß ich auch nicht. Das ist dein Problem. Also ich schau kindlich aus, bin aber offensichtlich demnach kein Kind irgendwie. Bin ich offiziell volljährig? Ich würde sagen, das ist nirgendwo definiert. Aber... Scheiße, was hast denn du mir da für einen Charakter gegeben, Junge? Das ist ja... Moment, ich bin kein Zeichentrick. Nein. Nein, Moment. Ah, Bob der Baumeister ist ja auch nicht deutsch. Komme ich in Bob der Baumeister vor? Nein. Okay. Aber inwiefern ist denn der eigentlich nicht animiert? Bitte? Inwiefern ist Bob der Baumeister nicht animiert? Ist ja kein Zeichentrick. Weil Bob der Baumeister ist ja nicht gezeichnet, sondern... Aber danke für den Tipp, dass ich überhaupt nicht animiert bin. Das stimmt so. Ach, scheiße. kenn ich mich persönlich? Hallo? Was ist das für eine Frage? Kenn ich mich persönlich? Ja, kennt er seinen Charakter persönlich? Ja, den Typ. Genau. Also. Ja. Nicht Markus. Nein. Oh Mann! Hä, aber ich kenn mich persönlich? Ja. Ja. Ist ja also so vom Sehen so oder vom Hören oder ich hab schon mit dem gesprochen, das meine ich damit. Ach du Kacke. Du hast Nein gekriegt, aber okay. Ja, ich hab nur meine Frage nochmal weiter definiert. Nachdem du schon ein Nein bekommen hast. Auf die zweite Frage. Hä, was? Also, du hast gefragt, kenn ich mich persönlich? Ja, hab ich ja bekommen. Bin ich Markus? Ja? Nein. Und dann weiter. Ist ja egal jetzt. Ja, du musst doch wissen, ich muss ja irgendwie an die wenn Information kommen, auch wenn ich Nein wenn bekomme, weißt du? Ich kann mal so fragen. Ihr habt einen Charakter für mich rausgesucht, richtig? Ja. Ist mein Charakter in einer Familie? Nein. Okay. Oder? Nein. Hä? Was heißt ist in einer Familie? Ja, also der hat bestimmt der Familie, aber... Familie, die in der Kinderserie halt vorkommt. Nee. Nein. Okay. Okay. Also ich bin nicht animiert. Ich will es wissen. Das heißt, es ist Live-Action, so, also live. Es sind echte Schauspieler kommen in diese Serie. Nein. Ist das wundervoll? TGW stirbt mit seinem eigenen Lachen. Also, es bleiben jetzt eigentlich nur noch drei Personen übrig, die David sich für mich ausgedacht hat, würde ich sagen. Oder ihr beide. Okay. Bin ich Tarok? Ja. Ja. Alles klar. Sehr schön. Ja, toll, erstmal aufschreiben. Ich bin Tarok. Das sind auf jeden Fall wichtige Informationen. So, endlich auch mal gewonnen. Sehr schön. Jess, macht mal hin. Alles klar. Bin ich ein Superheld? Nein. Okay. Puppen? Ja. Ja.
Ja. Ja. Das kriegst du sowas von zurück, Ganesha. Ich werde mir die ganze Woche was überlegen. Ja, also wirst du in deinem Leben nicht drauf kommen, dass du das. Hä, ich bin halt der Meinung, man muss es dir ja auch nicht zu einfach machen, David. Deutsche Produktion und Puppe. Ich geb dir einen Tipp, ja? Dich gibt es auch auf Sorbisch. Alles klar. Haben wir uns wieder gar nicht, ja? Wie der sich über seine eigenen Witze ablachen kann. Das sind keine Witze, das war ernst gemeint. Oh scheiße, das hab ich mein Mikro verstanden. Das ist einfach den Charakter von TGW. Ja. Richtig so. Den Kern. Das ist richtig so dreist. Keine Ahnung. Ah ja, dreist. Alles klar. Spitzbübig. Ich hasse dich. Manche im Fachterminus sagt man noch Hurensohn zu Themen. Ey, lass meine Mutter da aus dem Spiel. Dann lasse ich deine aus dem Keller. Puppen. Kasperltheater? Nein! Ja, Ben, du bist so. David, in der Puppenbranche gibt es doch eigentlich gar nicht so viel, was man unbedingt kennt, oder? Ja, darum komme ich ja auch nicht drauf, du. Bin ich männlich? Ja. Ja? Ja. Ja. Erstmal muten. Bin ich männlich? Ja. Mama, ich bin männlich! Bin ich noch ein Kind? Nein. Okay. Moment, steht da irgendwas von Alter? Bestimmt. Ja, sicher. Ja, würde ich aber auch nicht sagen, der wohnt ja schon allein. Ich würde tatsächlich sagen, ich gebe euch beiden mal einen Tipp, wenn ihr dran seid, ja? Gut, gib mir einen Tipp. Okay, jetzt muss ich gucken, dass ich das nicht zu offensichtlich, also so, dass du direkt drauf kommst. Sagen wir so, du kommst immer auf einem ganz bestimmten Kanal zu einer ganz bestimmten Uhrzeit. So. So wie jede andere Serie auch. Ja, aber so, das ist so spezifisch. Ja. Sandmann, lieber Sandmann, bald ist es so weit. Ja, du bist der Sandmann aus der Serie Unser Sandmännchen. Ah, bleib nur noch ich. So wie komm, immer. War doch nicht so schwer, ja. David. Ja, im Nachhinein ist es nicht so schwierig. Okay, was geben wir denn Ben für einen Tipp? Was ist das dann? Stop Motion oder was? Ich habe keine Ahnung, wie das gemacht ist. Aber ich nehme an, das ist Stop Motion, ja. Ja, okay. Ben, deine Haarfarbe ist pink. Damn, Alter. Oh, aber du hast gesagt, ich bin männlich. Ich habe gesagt, du bist männlich. Du bist ja auch männlich. Alter, what the fuck? Ich kann echt schon mal ein bisschen doofer Tipp. Ja, ich weiß. Vor allem, weil er auch keine Haare hat, aber trotzdem ja. Steht auf seinem Führerschein Haarfarbe pink.
Wenn das mit Tipp, er hat keine Haare, aber er hat pinke Haare. Und irgendwann beschweißt. Ja, ich suche ja schon nach einem anderen Tipp. jeder Tipp, den man dir gibt, da kommst du direkt drauf. Ja, er ist ja der Letzte. Ja, David, du weißt ja auch, wer das ist. Du kannst ja auch mit einem Tipp ausdenken. Du siehst ihn nachts am Himmel. Was? Also, das, was du siehst nachts am Himmel, hat was mit deinem Körper zu tun. Ja, was? Ja, da ist er ganz still. Da merkst du, wie er ganz still ist. Wenn er so zu denken anfängt, hey, Moment, der Typ ist ja gar nicht so doof. Nein, weiß ich? Der Typ ist ziemlich doof, aber mir fehlen nur ein... Doch, der Typ ist nicht doof. Ich kann nur in der Nacht Sterne oder den Mond sehen. Das ist richtig. Korrekt. Ja, ist vollkommen korrekt, wa? Zur Party? Zur Party! Was? Das muss ich mir jetzt anhören. Oh, ist ja geil. Gott. Was zur Hölle? Zur Party? Zur Party! Also Ben, geh doch mal auf den Tipp weiter ein. Mir fällt nichts ein, Alter. Was siehst du denn am Himmel nachts? Nix, weil es dunkel. Ja, aber durch die ist es nicht mehr dunkel. Sonnenfinsternis. Was? Es ist nicht ich mehr sag, dunkel. Ich sag mal, sie sagt konkret. Zur Party, zur Party. Okay. Ja, du hast es doch eben schon gesagt, Ben. Ja, es geht um Sterne. Ja. Ja. Und welche Serienfigur verbindest du mit einem Stern? Futurama irgendwas? Nee. Leute, mir fällt echt nichts ein. Okay, es geht nicht um den Stern, den man am Himmel sieht. Es gibt ja noch andere Sterne. Feuchte Sterne. Was zur Hölle? Hey, du hast echt keine Ahnung? Nein. Wer lebt in der anderen? Das ganze Mittelmeer. Zweimal im Schwerkopf! Der hat pinke Haare. Alter. Also nicht der SpongeBob, sondern dein Charakter. Ja, Patrick. Ja. Ein Seestern. Der Patrick. Ich find tatsächlich interessant, dass es eine Spongepedia gibt. Ja, auf der bin ich auch gerade. Ja. Berufe, keine Hauptbeschäftigung, Geburtstag. Garderobier, Bürgerbrater, der Unfallidiot. Der muss erwachsen sein. Ja, ich würde aber auch sagen. 26. Februar 1986. Ah ja. Alter, wie alt ist denn der jetzt? Das kannst du dir selber ausrechnen. Gut, ja. Ja, Ganesha kriegt's zurück, auf jeden Fall, muss ich sagen. Hey, was heißt hier, ich krieg's zurück? Ja, man hätte drauf kommen können, das stimmt. Ah ja, sag ich doch. Aber, ja, die Rache genau, ist wie immer... Genau wie man auf Patrick Star hätte kommen können. Die Rache wird am besten auf einem Goldteller serviert, oder wie das heißt, ist egal. Ich würde übrigens schon mal sagen, nächsten Freitag bin ich nicht dabei, David, also... Wer zuletzt lacht am besten. Hahaha, oh schade. Okay. Tja, dumm gelaufen. Ja. Gut. Ja, sag jetzt tschüss, los. Ja. Tschüss. Tschüss. Alle Schwachmaten hier, ey. Ja.